Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Angelika. Ich mache sehr gerne Upcycling-Projekte und im Moment Empire-Shirts. Dieses hier zum Beispiel, was ich gerade trage, wie es genau genäht wird, gibt es einen Link, findet ihr da oben oder da unten. Nun hat mich eine Zuschauerin angeschrieben und wenn eine Person schreibt, sie hat etwas nicht verstanden, dann haben vielleicht 9 weitere es auch nicht verstanden, aber sich nicht die Mühe gemacht zu schreiben. Deshalb habe ich beschlossen, ein kleines Extra-Video zu drehen und diesen Schritt nochmal ganz genau zu zeigen und zu erklären. Die Frage ist, wie finde ich diese Nahtlinie? Ich sage im Video immer, ich ziehe das Shirt links herum an, stecke eine Stecknadel an die Stelle unter der Brust und schneide plus Nahtzugabe an dieser Stelle das obere Shirt ab. Die Frage ist nun, was ist die Stelle unter der Brust? Ich persönlich mache die Shirts so wie das, was ihr jetzt hier seht. Ich nehme also mit dem Finger das Shirt direkt bis an die Haut und da, wo der Bügel des BHs ist, da stecke ich die Stecknadel ein. Nun ist es so, dass das meine ganz persönliche Meinung ist. Und ihr könnt natürlich machen, was ihr möchtet. Ihr könnt die Nahtlinie auch höher setzen, also genau auf die Spitze der Brust. Würde ich persönlich jetzt nicht machen, weil da hätte ich Angst, dass mich die Naht drückt. Da ist ja dann nachher die Nahtzugabe. Ihr könnt es natürlich auch noch höher machen. Also hier 4-5 cm über die stärkste Stelle der Brust. Das ist Geschmackssache. Wir können machen, was wir möchten. Die Mode erlaubt im Moment wirklich alles. Ihr könnt natürlich die Stecknadel auch in der Taille einstecken und dann ein noch etwas längeres Stoffstück oder Shirt oder was auch immer ansetzen. Dann habt ihr ein Kleid. Das eignet sich auch ganz besonders schön für Mädchenkleider. Es gibt 2-3 Punkte zu beachten. Wenn ihr ein Shirt machen wollt, ganz simpel, ein Shirt fürs obere wird eben an dieser besagten Stelle abgeschnitten und ein Shirt, das untere, wird in der höchstmöglichen Länge abgeschnitten. Also in der Regel mache ich das direkt unter der Achse dieses Shirtes, weil ich möchte sie gern sehr lang haben. Wenn ihr also diese einfachste Variante nähen wollt, dann ist es wichtig darauf zu achten, dass die Nahtlinie unterhalb des Armausschnittes ist. Sonst wird das nicht funktionieren. Wenn ihr also die Naht hier oben hier hinlegen wollt, auf diese Höhe, dann kommt ihr hier in den Armausschnitt. Das funktioniert also die einfachste Variante nicht. Wenn ihr, wie ich es manchmal auch mache, ein Shirt komplett neu zuschneidet, dann könnt ihr natürlich die Nahtlinie hier hinlegen, wo ihr wollt. Dann müsst ihr aber, wie gesagt, wenn ihr hier im Arm seid, man kann dieses Stück nähen und dieses Stück hier eine Naht haben und dann den Ärmel ansetzen. Wenn ihr das Shirt komplett von Grund auf aufbaut, ist das kein Problem. So, dann das zweite, was zu beachten ist, ihr müsst auf den Ausschnitt achten. Wenn ihr die Nahtlinie ziemlich hoch setzt, die Mode, wie die Industrie sie im Moment anbietet, hat sehr tiefe Ausschnitte, manchmal wirklich extrem tiefe Ausschnitte. In den Ausschnitt solltet ihr natürlich nicht hineinkommen. Versteht sich von selber, das würdet ihr aber auch sehen vor dem Spiegel, wenn das kollidiert. Und dann gibt es noch einen dritten Punkt, der zu beachten ist. Ich persönlich, ihr seht das, habe Kleidergröße 36, 38. Wenn ich ein Shirt abschneide, dann hat das keine Brustabnäher. Und ich nähe in meine Shirts auch keine Brustabnäher hinein. Deshalb verwende ich Jersey, der dehnt sich. Wenn ihr vielleicht ein bisschen stärker seid und Shirts mit Brustabnäher verwenden möchtet, dann müsst ihr da ein bisschen aufpassen. Also wenn dieses Shirt jetzt einen Brustabnäher hätte, dann liefe der hier. Also ihr müsst darauf achten, dass ihr dann wirklich unterhalb des Brustabnähers seid. Sonst stelle ich es mir schwierig vor. Also ich habe es noch nicht gemacht. Drauf aufpassen, wollte ich nur sagen. So, dann noch ein Punkt. Ich habe ja ein oberes Shirt und ein unteres. Dieses war nun eine Bluse, ein paar Nummern größer, als ich sie brauche.
Dieses Shirt oder diese Bluse hatte Brustabnäher. Die sind jetzt bei mir hier. Also die habe ich aufgetrennt. Da müsst ihr auch darauf aufpassen. Also entweder ihr schneidet ein Shirt eben unterhalb des Brustabnähers ab oder ihr trennt die Brustabnäher auf. Bei aufgetrennten Brustabnähern ist darauf zu achten, wenn das Shirt schon ein bisschen älter ist, ist möglicherweise vom Licht die Farbe etwas verblasst. Im Abnäher drin ist die Farbe möglicherweise nicht verblasst. Also das bitte vorher prüfen, dass das wirklich nicht zu sehen ist. Ja, ich glaube, jetzt habe ich alles erwähnt. Wenn ich noch etwas vergessen habe, wenn noch Fragen offen sind, schreibt mir bitte eine Mail. Unten ist eine E-Mail-Adresse. Am besten auch nur an diese E-Mail-Adresse schreiben. Und ihr könnt natürlich auch einen Kommentar schreiben. Das ist sehr hilfreich dann für die anderen, weil die ja dann auch sehen, wer welche Fragen hat. Und dann muss man sie auch nur einmal beantworten. Und alle weiteren Zuschauer können das dann da ja auch sehen. Wenn ihr das nicht möchtet oder nicht könnt, weil ihr kein Google-Konto habt, schreibt ihr mir eine Mail. Habe ich kein Problem damit. So, das war jetzt das, was mir wichtig war, was ich euch erklären wollte. Und dann habe ich noch einen Aufruf. Wer von euch nun ein derartiges Shirt nachgenäht hat oder in der nächsten Zeit nachnähen wird, der darf mir, wenn er möchte, gerne ein Bild schicken an die unten aufgeschriebene E-Mail-Adresse und darf mir da reinschreiben, ob ich das Bild verwenden darf. Und wenn ja, was und wie, dann mache ich mal ein Video von all euren Shirts und ich zeige einfach mal eure Shirts. Ich denke, das ist ganz interessant, wer dann was draus macht. Ich denke, jeder hat seinen eigenen Stil und das kann für alle anderen auch interessant sein. Aber nicht jeder möchte jetzt gleich einen YouTube-Kanal gründen und pflegen. Deshalb auf diesem Wege. Wichtig ist, wenn ihr mir ein derartiges Bild per Mail schickt, schreibt in die Mail bitte ausdrücklich hinein, dass ich dieses Bild veröffentlichen darf. Und mit welchen Daten und mit welchen Daten nicht. Das muss ich so sagen, weil ich muss mich rechtlich absichern. Ihr wisst, Urheberrecht ist gerade ein sehr, sehr großes Thema, ganz besonders hier auf YouTube. Jetzt habe ich schon wieder den Faden verloren. Ich wollte noch etwas sagen. E-Mail, Bilder schicken. Ja, genau. Also, wenn Bilder kommen, dann werde ich das Video drehen. Wenn keine Bilder kommen, dann mache ich es nicht. Ganz einfach. Und ich glaube, das war jetzt wirklich genug gelabert für heute. Und jetzt verbleibe ich bis zum nächsten Video. Bedanke mich für euer Interesse. Schreibt wieder gern Kommentare. Eure Angelika. Tschüss. Super.